das automatisch machen? Sind 66%. Ja, nee, okay, komm. Komm, das müssen wir schon spielen. Bekommen hast du ihn, als ich schon studiert habe. Ja. Ja, das ist meistens so. Also, genau, du warst ja dann auch hier, ne? Genau, du warst bei der Feier dabei. Ja, das war sehr lustig. So, Regen wollen wir nicht. Regen wollen wir nicht. Nebel, wollen wir auch nicht. Weil ich habe ja, dann machen wir Regen. Gut, Regen, ja. Gut, dann kann ich halt ja keine Brandgeschosse machen. Das ist ein bisschen schade. Upsi. Gut, die beiden. Das wollte ich jetzt nicht. Okay, also der da und der da legen das ab. Weil, ja, genau. Was? Ah, jetzt löst das auf. Warte mal, wie geht das noch? Oder wie ist das Kürzel nochmal? G, habe ich doch gedrückt. Ach so, gut. Jetzt habe ich aber zu wenig. Oder? Nee. Genau. Also 2, 3, 4, 5. 5, 6, okay. Das passt schon. So, dann. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Hier hin. Und ihr da geht mal hier hin. So. Ja, bin mit Eva extra nach München gefallen, weil ihr Freund ja auch seinen Meisterbrief bekommen hat. Ah, ja, ja. Ja, stimmt. Genau. Ja, ja. So, mal ein bisschen vorspulen. Ja, dass das so ewig her ist, ist schon krass. So. Dann wollen wir mal. Wir sind eigentlich ja noch alle relativ im grünen Bereich. Also die Fernkämpfer von mir sind schon relativ ordentlich. So, die müssen halt hier jetzt noch weiter sehen, ne? Die müssen jetzt halt sehen, wie es hier weitergeht. So, hier sind die Pikiniere. Hier sind auch Pikiniere. Das ist gut, dass die oben sind. Bürgerwehr. Ja. Was? Wieso kommen die jetzt?
unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Kommt der gerade wirklich raus? Unser General wird angegriffen. So. Er hat sich jetzt ja wirklich da vorgestellt, ne? Der macht mir nach. Also sowas habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen, dass er das auch macht. Das ist echt interessant. Na, voll gut. Der lernt dazu, der Kleine. Der kleine Rabauke. Gut, also hier werde ich nicht runtergehen. Da sind ja böse Leute. Ich werde auf jeden Fall hier runtergehen. So, ich will auf jeden Fall versuchen, so schnell wie möglich das Tor einzunehmen. Wie es gerade aussieht, schaffe ich das auch relativ schnell. So, der kleine Rabauk, das ist so lustig. Okay, ah, der will nicht ganz hoch. Achso. Da ist jemand hochgekommen. Die drängeln sich ein bisschen hier oben. Geht mal runter. Ja, offensiv nach vorne bitte. Alter. Die kritischen Söldnerbogenschützen sind, finde ich, schon, sind einer der besten auf jeden Fall. Wenn nicht die besten Fernkämpfer. Bitte komplett jetzt alle nach unten. Ich habe keinen Bock mehr. Einfach die oben sind, da oben lassen. Und die nicht wollen, dann... Au, hört auf zu schießen. Was macht ihr denn? Ich mach gerade voll krass Friendly Fire. Was ist los mit euch? Hä? Vor allen Dingen, da ist doch niemand mehr. Junge. Volle Kanne hier fett aufstellen. Und dann bitte die warten, in die Stadt reinlassen. Vielen Dank. Wir haben die Tore eingenommen. Juhu. So, Pikiniere, bitte komplett hier rein und der Sieg ist mein. Ah, was? Habe ich dann H? Oder was? Hä?
Hä? Ich juck die ganze Zeit. Oder habe ich vielleicht von gestern wirklich einen Stich bekommen? Ihr geht mal hier auf die Mauer. Oh, Kraftkonzentration hier. So, ihr beide gehen mal hier lang. Wir müssen halt ja jetzt hier bis hier vorne gehen, weil da ist sein General, den lässt er immer da sehr gerne stehen. General, bitte auch. Nein. Du kommst hier hoch. Der General. Und wir haben uns Donnerstag ja über die KI lustig gemacht. Ja, die KI lernt dazu. Aber auch nur so passiv gut. So. Sehr gut. Ich werde mal hier hin schlawenzeln. Ah. Uiuiui, wie viele sind denn hier? Der tut mir gerade leid. Oh, der tut mir gerade echt leid. Aber was bleibt da denn hier stehen? Oh, ich mach mal Signalschuss. Macht zwar keinen Damage, aber... Genau. Aber die haben dann Angst. Und ich werde meine mal. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Wieder ein bisschen aufmuntern. Alter, was ist denn hier für ein Kunde? Unsere Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Kuddelmuddel. So. Du Speerkämpfer, gehst mal. Ah, ich könnte hier in den Rücken fallen. Könnte ich nicht nur machen, mache ich auch. Wie Nahkämpfer, ihr seid Fernkämpfer. Und so soll das auch. Wie die sich bewegen da. Gänsemarsch. Voll krass. Hier sind auch nochmal Peltasten, Pikiniere und das da, okay.
Alter, wie hat der meine so schnell platt gemacht? Alter, ich muss mal hier komplett entwursteln hier. Ja, hier alle mal weg. Seid ihr mal vor Ort? Ja, danke. Dann schnell hier. Das sind Hopliten, das ist in Ordnung. Ich muss jetzt hier schnell zumachen. Das gibt's Popo Gaudi. Jetzt auf jeden Fall hier bitte platt machen. So. Gut. Ja, die Fernkämpfer auf jeden Fall nicht gut eingesetzt. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Meistens ist es ja bei so Gefechten immer besser, den Feind die Mauern erklimmen zu lassen und vielleicht so ein, zwei Einheiten hier bei den Türmen zu lassen, damit die Türme mehr Zeit bekommen, um Schaden zu machen. Und dann, also an seiner Stelle, er hatte so viele Fernkämpfer. An seiner Stelle hätte ich mich hier und hier verschanzt und die kompletten Fernkämpfer auf den ganzen Platz hier. Und dann eben hier Dauerfeuer. Was sind ja Tasten, okay. Das ist schon hell. Ich dachte schon. So. Ja, Pelltasten sind auch. Die königlichen Pelltasten sind gar nicht so verkehrt. Man muss halt aufpassen, dass man. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Wenn man quasi nur Pelltasten hat, die haben halt nicht so viel Munition. Also quasi die Pelltasten kann man benutzen als Flankiereinheit und quasi ich würde die Armee so aufbauen, dass ich auf jeden Fall die Steinschleuderer vielleicht später ersetzen, weil nee, eigentlich nicht. Ich würde immer so 4, 5, 6 Pikeniere, genauso viele Hopliten, dann so maximal 4 Pelltasten und den Rest wirklich Fernkämpfer. Da springen wir mal ein bisschen vor. Der feindliche General ist tot. Das ist ja wunderbar. Ich glaube, sein Hauptgeneral. Männer wanken. Wo bist du denn? Da bist du.
Sein Hauptdude ist noch irgendwo da unten. Ich nehme jetzt mal nur die mit, die noch komplett heil sind. Nein. So, die Frage ist, ob er hier noch Fernkämpfer hat oder nicht. Beziehungsweise Pikiniere werden schlimmer als Fernkämpfer. So. Griechische Onaga. Gut. Endlich. Ah, Verluste 1000 von 2700. Na, das ist schon heavy. Also in 60% haben wir nicht verloren, beziehungsweise 40% haben wir nicht. Warte, 2770. Ja, keine Ahnung. Gut, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein großer Schritt. Ein kleiner Schritt für die Menschheit. Ein großer Schritt für die Menschheit. Was? Nee, kleiner Schritt für einen Menschen, aber genau sowas. Genau. Boah. Also heute war es anstrengend. Gut. Die sind ja jetzt auch mega gerädert. Genau, die Tradition. Was mache ich da für eine Tradition? Wieder Speerkämpfer? Oder doch lieber Angriffsbonus? Angriffsbonus ist eigentlich am besten. Da kommen wir Infanterie mit Speer. Ja, unbezwingbare Hopliten sind zwar auch richtig gut. Aber da sind halt nur die Hopliten, ne? Ja, und Pikiniere und so. Aber hier ist der Angriffsbonus halt für alle. Das heißt halt auch für die Fernkämpfer. Ich mach mal die. Und Bewegungsreichweite ist immer nie, also nie, never verkehrt. So. Hier mache ich. Was brauchen wir denn? Ja, eigentlich Steuersatz, ne? Wohlstand. Öffentliche Ordnung. Ich mache zuerst mal öffentliche Ordnung und dann. Ja, später mal mache ich Steuersatz. Genau. Großer oder kleiner Schritt? Unterhalt reduzieren soll ich? Achso, da. Ja, also Unterhalt reduzieren mache ich dann mit den. Mit den Helfern, mit den Agenten. Warte mal. So, Unterhalte reduzieren, ja, bringt am Anfang vielleicht was, aber ja, das habe ich ehrlich gesagt nie wirklich gemacht, weil das so, ja, das braucht man am Anfang, aber am Schluss braucht man halt wirklich Einheiten, die Schaden machen. Und genau, dementsprechend. So, was machen wir aus dem? Wir haben hier drüben ein Kommandanten. Wir können jetzt einen Strategen oder Philosoph halt machen. Philosoph. Wir machen aber einen Strategen wegen Verstärkungsrate. Das ist extrem wichtig. Unterhaltskosten für. Achso, Einheiten außerhalten. Ah ja, okay. Genau. Flirtende Ehefrau, das ist natürlich gut. Ah, sieh mal einer an. Wir haben einen Meldereiter. Das heißt, wir bekommen nochmal Geheimaktionen hier auch. Auf den General. Genau.
Hab Hunger. Ja, ich langsam auch. Genau. Wir schauen mal, was die nächste Runde gibt und dann würde ich sogar auch schon aufhören. Weil war auch gut jetzt heute. Diplomatie ist aber auch wichtig. Ja, auf jeden Fall. Also Diplomatie ist mit am wichtigsten unter anderem. Ja. Also klar, man kann zwar wie eine Art, ich wollte gerade schon ein böses Wort sagen, aber wie ein Idiot spielen und mit jedem einfach nur Krieg anfangen. Aber also später geht's, aber jetzt momentan nicht, ne? Mit Käse natürlich. Wegen Philosophie. Das mit den Skillbaum mit Philosophie habe ich mir noch nie wirklich genauer, also natürlich habe ich mir genauer angeschaut, was der macht und so weiter. Aber den habe ich nie wirklich aktiv gespielt. Also ich habe eher Command oder strategisch gespielt. Weil ich finde die Vorzüge von den beiden extrem gut. Also noch viel besser als jetzt mit Diplomatie. Diplomatie kann man alles hier rüber machen, da braucht man keinen keinen General dafür. Eigentlich. Also, finde ich. So. Was ist der Plan für die Zukunft? Also. Ja, Tylis könnten wir angreifen. Wir können hier rüber und hier. Wir können halt eigentlich Rom auch einnehmen. Am Ende plus 3 auf alle Fraktionen. Ist so geil. Ja? Also ich finde es krasser, wenn man irgendwie ja, Einheiten verliert und dann neue rekrutiert mit Gold 1 oder 2. Das finde ich sehr viel stärker. Oder halt auch die im Gefecht finde ich die auch stärker, also vor allem den Kommandant, kann man ja nochmal hier zeigen. Das, also erstens plus 4 Erfahrungsrang für Infanterie-Rekruten, das finde ich halt extrem stark. Aber vor allen Dingen finde ich das Bannerheben und Sammeln und Motivieren. Und hier auch motivieren die Gruppe und Kraftkonzentration, also die Skills im Kampf sind schon echt extrem gut. Also, ja. Sind schon ordentlich. Und er ist schon 60, das heißt, er wird bald sterben. Ich mach mal hier alle jetzt weg. Weil er wird jetzt in nächster Zeit eigentlich niemand mehr angreifen. Ich glaube, das war auch seine letzte Schlacht jetzt. Leider, leider. Genau. Gut, dann würde ich sagen, genau, wir gehen einfach dann nächstes Mal nach oben und vielleicht greifen wir Rom an. Oder wir gehen, nee, Pergamon, ja, Pergamon dürfen wir ja nicht, ne? Oder? Ah, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber Rom vielleicht, oder wir gehen einfach nach Süden. Muss ich mal schauen. Gut, dann, Switch.